Ein oft genutzter Effekt ist Geschwindigkeit umkehren, also das Rückwärtsabspielen eines Clips. Gehe dazu auf den Clip, den du umkehren möchtest. Klicke rechts und gehe zu Geschwindigkeit Dauer. Es öffnet sich nun dieses Fenster. Alternativ und auch schneller gelangst du durch den Shortcut Steuerung R hierhin. Setze nun einen Haken bei dem Punkt Geschwindigkeit umkehren. Klicke OK. Fertig. Nun spielt der Clip in der Timeline rückwärts ab. Mehr zum Thema Geschwindigkeit und Dauer findest du in unseren Videos Weiche Slow-Mos mit Premiere Pro und Speedramps erstellen mit Premiere Pro. Viel Spaß beim Schneiden!